Okay, zuallererst Spiel weiterlaufen lassen, dann überlegen, was noch alles gemacht werden muss. Türen. Türen waren das Allerwichtigste. Sonst kommt gleich die nächste Bestie hier einfach so reingelaufen. Keine Chair-Türen, bitte, die sind braun. Das sieht doof aus. So, deine hin, überall Türen hin. Einfach nur, um was auch immer als nächstes kommt, ein wenig aufzuhalten. Die Tür kann mitten auf eine Elfenleiche gesetzt werden, damit haben wir kein Problem. Ein Hedge-Cover hätte ich auch noch ganz gerne. Floor-Hedge. Shift-H. Da drauf. Ein Tower-Cap-Hedge oder ein Bismuthinit-Hedge. Also, komisch. Ist irgendwas Besonderes? Nö, ist kein Artefakt. Na gut, dann halt eine Bismuthinit-Hedge. Runter, runter, runter. So, hier brauchen wir auch ganz viele Türen. PD. Wir hatten hier am Anfang eine. Wir hatten irgendwo hier eine. Wir hatten direkt vor dem Todesraum eine, direkt hinter dem. Hier ist eine Mauer, ne? Ja. Da, wo die Blutflecken sind, ist eine Mauer. Richtig. Also da noch eine Tür hin und direkt da noch eine Tür hin. So, das müsste fürs Erste reichen. Also mehr Hedgecover wäre noch ganz schick. Hier haben wir jetzt genug Türen. Allgemein müssten hier überall Hedgecover drauf. Welche Steinsorte verarbeiten wir gerade? Stein. Andere Steine. Wir verarbeiten gerade Chert. Das erklärt, warum alles jetzt plötzlich aus Chert hergestellt wird. So, Auftragsliste ist leer. Ich will keine Hedgecover aus Chert haben. Tut mir leid. Also, Steine, andere Steine, Chert verbieten, Granit erlauben. Und wir hätten gerne Rock Dawn 30. Rock Hedge Cover 30. Wir brauchen noch Pots. Aber die hätte ich eigentlich ganz gerne aus dem roten Stein. Also richtige Keramik. Da muss ich mich in Friedenszeiten mal mehr drum kümmern. Momentan bin ich noch im Kriegsmodus. Weil wir halt die Festung sichern müssen und so weiter. Kurz runtergucken. Irgendwelche Gefahren? Nö. Wie schaut es dann mit dem Bürobefehl aus? Haben wir einen Alarm an? Ja, haben wir. Den sollten wir aufheben. Wir sollten ebenfalls alles reclaimen, was die Gegner haben fallen lassen. Oder die Elfen. Auch wenn hier nichts grün blinkt, mache ich das einfach mal provisorisch. Prophylaktisch. Irgendwo hier oben noch was. Ja, da ist ein toter Kobold. Der sollte auch mal eingesammelt werden. Das ganze Holz kann verboten bleiben, das ist okay. Warum auch immer hier einzelne Sachen verboten sind. Oder gedumpt wurden. Oder was auch immer. So. Ist soweit alles in Ordnung. Wo wir gerade mal hier sind, können wir kurz Bäume fällen. Über diese Etage, diese Etage, diese Etage. Oh ja, nicht besonders viel. Na gut, dann Gather Plants. Über diese Etage, diese, diese. Das sieht doch schon besser aus. Ganz viele braune Punkte, was alles Beeren gibt oder Wurzeln oder irgendwas verkocht und Essbares. So, nächster Punkt, Goldstraße. Paved Road. Die soll ja auch irgendwann mal fertig werden. Ist ja erst 20 Folgen oder so her, dass wir damit angefangen haben. Wenn nicht sogar noch mehr. Roségold. Nee, danke. Platin können wir zwischendurch auch mal einwerfen, aber nö. Das ist soweit okay. KK. Ganz hoch. Wir haben noch 32 Goldbarren. Aber wenn ich mich richtig erinnere, haben wir noch recht viel Kohle. Also wir können demnächst mal wieder ein bisschen Gold einschmelzen. Miliztrupp Nummer 2 könnten wir gleich mal aufpäppeln. Da ist bisher nur einer drin. Das machen wir einfach mal. Miliztrupp. Die Charcoal-Säcke. Ja, Golle, da hast du dir was angelacht. So, wie
Wer ist denn noch als Hammerer deklariert? Hauler? Nö. Hammer. Wir haben alle keinen Namen. Hier fängt's an. Black Ace. Wir haben sehr viele ohne Namen. Fällt mir gerade mal so auf. Hauler, 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 Hauler. Hammer. Gokti. Ich glaube, der ist auch schon ein, zwei Mal gestorben als Hammerer. So, was haben wir hier? Mirk. Cutter, nein. Hammer, da. Beinen. Kronos. Dann sind wir auch schon gleich voll. Aber das... Hier ist noch einer. Asrock. Ich glaube, wir haben gar nicht genug für den zweiten Trupp. Da ist noch einer. Urist McUseless. An den Namen erinnere ich mich auch noch. Da musste ich mir überlegen, ob ich den überhaupt reinnehme, weil ich habe ja so eine Sache, was Namen angeht, die zu Lied klingen oder ähnlich. Aber gut, das soll für den zweiten Trupp erstmal reichen. Und den zweiten Trupp können wir gleich mal in unsere... Wow, sind hier viele Zwerge unterwegs. Und das dauert ewig, weil die alle dringen und schubsen. Das finde ich aber auch ganz gut, dass sie das reinprogrammiert haben. So kann man wirklich später Schnellstraßen entwickeln. Man kann ja auch sagen, dass ein Block schwerer zu begehen ist als ein anderer. Und so die Zwerge quasi lenken, wo sie lang gehen sollen. Zum Beispiel, wenn man will, dass sie unbedingt an einem Käfig vorbeigehen, wo ein ganz seltenes Tier drin ist, was dann welche positiven Gedanken bringt. Zum Beispiel. Aber das machen wir später. Jetzt habe ich mich gerade selbst abgelenkt. Miliztrupp, genau. Ich wollte zu unserem Danger Room. Ab nach oben. Lutanus ist ertrunken aufgefunden worden. Wo? Oh. Was zur Hölle machst du hier unten? War das ein Arbeitsunfall? Nee, da ist Blut. Da ist ein Farmer. Sind hier irgendwelche Gegner? Kampfbefehle? Das Jack kämpft. Hammerzwerg kämpft. Aber das sind alles alte Nachrichten. Und ein Esel kämpft. Nö, scheint kein Kampf hier gewesen zu sein. Selbst die Rampen sind voller Blut. Ja, komisch. Aber na gut, war hoffentlich niemand wichtig ist. So, zurück zum Danger Room. So. S, Shift, B. Ja, die Färbemittel haben doch Leute verloren. Das waren mal 10. Gut, nur B soll move hier hin. Und dann sollen die auch mal schön trainieren, damit sie so gut werden wie der erste Trupp. Und den ersten Trupp peppeln wir jetzt auch ein bisschen auf. So, die Färbemittel. Wen haben wir noch über? Da ist noch ein Hammerer. Und da ist noch ein Hammerer. Da war doch einer, genau. So. Das werden jetzt aber auf keinen Fall irgendwelche legendären Kämpfer sein. Das heißt, wir werden auch den ersten Trupp S, Shift, A, M auch mit da reinstecken müssen. Die Veteranen werden sich jetzt wundern und sich eine Weile am Bart kratzen, aber hilft nichts. Also ja, wir könnten auch einstellen, dass nur die und die Leute dahin gehen, aber das ist mir momentan zu viel Micromanagement. Ich will hier, dass das Spiel schön weiterläuft, damit wir die ganzen Sachen jetzt auch möglichst schnell wieder hinbekommen haben. Und ach du gute Güte. ja, wir haben ganz viele Chair-Tieren. Das ist der Stockpile für die Möbel. Und ich sehe ganz viele... Nein, ich will nicht die Artefakte anhaben. Ich wollte eigentlich die Ambosse angucken. Die alle einen Schmelzbefehl haben. Der noch nicht. Noch nicht. So, die deklariere ich noch kurz zum Schmelzen. Und dann mache ich JM. Nicht Selt. Smelt. Nee, es war nicht Smelt. War es Smelt?
Metal Object wahrscheinlich. Hm? Genau. Meld. Metal Object. So, 30 Stück. Da wird unsere Kohle erstmal draufgehen, aber das ist soweit okay. Ich sehe noch recht viele Betten. Haben wir Bettenmangel? Wir wollten hier welche noch aufstellen. Und die Trupps darauf eigentlich irgendwann mal verteilen. Aber erstmal reicht es mir, wenn die überhaupt da sind und qualitativ gut sind. Aber wenn ich das gerade richtig sehe, sind da recht viele Meisterhafte mit dabei. Sehr schön. Die können alle schon mal ein Mango. Was haben wir noch? Fungiwood. Nein, das ist gelb. Das geht nicht. Also solange wir später nur noch Fungiwood haben, dann ist das alles okay. Aber ich will erstmal nur braune Betten haben. Highwood. Oh, ich glaube Highwood war weiß. Das geht auch nicht. Chestnut. Highwood nicht. Eiche. Gute zwergische Eiche. So, ein Bett fehlt noch. Haben wir da noch irgendein gutes braunes Holz? Saguaro. War, glaube ich, auch braun. Gut. Also wir haben Türen gebaut, wir haben den zweiten Trupp aufgestellt, wir haben den ersten Trupp wieder aufgefüllt, wir haben Holzhackbefehle verteilt, wir haben Pflanzensammelbefehle verteilt, wir haben keine Arbeitslosen, wir schmelzen unsere ganzen überschüssige Ware ein. Die Zwerge sind immer alle noch am Hin- und Her-Schleppen. Was haben wir noch zu tun? Oh, Särge. Wir können mal gucken, ob wir genug Platz haben für die Leichen. Obwohl das ja eigentlich... Oh, also BP. BP, BP, BP. Die haben wir alle mal aufgestellt und haben es noch nicht eingestellt, dass hier auch Leute eingelagert werden können. Also ja, feierlich begraben und so, nicht eingelagert. Sind hier alles unsere Zwerge hier. So, ist auch ganz gut, dass wir es gemacht haben, denn wenn ich das richtig sehe, hätten wir sonst gar keinen Platz gehabt. Also wir bauen gleich noch ein paar mehr davon. 31 Stück haben wir. Ja, das müsste doch machbar sein. Was schätzt ihr? 20 Folgen, das sind die voll? So ungefähr? Wir müssen uns bald was einfallen lassen, wie wir das Muster hier weitermachen. Eigentlich hatte ich immer diese Reihen zwischen diesen Pfeilern, aber da ist nicht mehr so viel Platz. Und es muss immer noch begehbar sein. Also wahrscheinlich einfach noch mehr Reihen dazwischen. Das muss echt tierisch makaber aussehen. Aber gut. Vor allem, wenn die später alle voll sind. Oh weia. So. 8 Coffins haben wir noch. Das mache ich noch schnell. Ist zwar auch ein wenig monoton, aber geht ja fix. So, fertig. Die laufen alle hier hin. Was? Der Hauler wurde von einer Falle getötet? ETF? Irgendwie hat irgendjemand... Warum haben die alle einen Dump-Befehl bekommen? Stopp, stopp, stopp. DB. Shift D. Hier soll nichts gedumpt werden. Die Sachen wollen einsortiert werden. Sie wollen alle geclaimed werden. So. Und irgendwie hat dieser Hauler es hinbekommen, sich selbst umzubringen. Also er hatte keinen Namen, also ist nicht wirklich schlimm, aber trotzdem ganz schön irritierend. Weil normalerweise fallen die ja nur in die Fallen rein, wenn sie am Ausweichen oder einem Schlag ausweichen. Das passiert unseren Hammerzwergen ja ab und an mal ganz gerne. Und dann verhungern sie oben unseren Animal Stockpiles. Apropos F1, kannst nach oben gucken. Goblin, 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 Goblin. Nirgendwo ein Zwerg dabei? Ne, gut. Wir werden bald Zeiten hier alle wieder runterschmeißen müssen. Da kommen wir irgendwie nie hinterher. Aber ja. Das wäre normalerweise die einzige Art, wie ich wüsste, dass Zwerge selber eine Falle auslösen können. Na gut, die Betten werden aufgestellt. Haben wir unserem zweiten Zwergentrupp schon eine Trainingshalle zugeordnet? Hier sind die Färbemittel.
Dann machen wir doch hier mal die Charcoal-Säcke. Die dürfen wir hier trainieren mit T in die Welle des Equipment einlagern und Team-Equipment einlagern. So, ist abgespeichert. Ja, sehr gut. Also haben beide einen Trainingsraum und der ist zufälligerweise das gleiche. Damit ich immer weiß, wo die gerade aktiv sind. Haben wir schon eingetragen, wann wer trainieren soll? Nee, ich glaube nicht. Schedule. Die haben am Anfang frei. Und ihr habt am Anfang auch frei. Ach nee, hier. Ah, stimmt, das ist der eine Trupp, das ist der andere Trupp. Okay, trainieren. Dö. Frei, frei, trainieren, trainieren, frei, frei, trainieren, trainieren. Frei, frei. So, also irgendjemand hat immer Dienst. So wie wir das ja schon mal hatten, als wir zwei Trupps hatten. Jedenfalls kurzfristig mal zwei Trupps hatten. Dann ist der irgendwie aufgemischt worden. Ich weiß auch nicht mehr wie. Ich weiß es ehrlich nicht mehr. Wahrscheinlich bei der Invasion. Oder war das die Spinne? Ha. Na gut. Aber wenigstens haben die alle mal was zu tun. Also wir haben ja die Wirtschaft nicht eingeschaltet, aber das wäre normalerweise eine richtig gute Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die ganzen Goblin-Teile da wegzusortieren. Wir haben echt gar keinen Platz mehr. Also Stockpile muss her. Furniture Stockpile. Da. Nach da. Und da. Nach da. Und es sollen bitte keine Artefakte eingelagert werden. So, ansonsten darf ruhig alles rein. Hier auch. Keine Artefakte. Keine Artefakte. Hatten wir hier das auch schon gemacht? Ja, haben wir. Sehr gut. Müsste also soweit alles okay sein. Wie schaut's bei unserem Finished Good Stockpile aus? Der hat noch jede Menge Platz. Und wir haben schon einen zweiten. Hammerer Astrok ist tot aufgefunden worden. Zoom. Oh. Hier ist sehr gut was passiert. Oh, ist das eine lange Blutspur. Okay. Ja. Sehr brutaler Überfall. Aber sind das jetzt die... Moment mal. Da unten hatten die Elfen gekämpft. Wir waren hier gar nicht. Wir haben gewartet, bis das Biest hochkam und haben es dann angegriffen. Aber wenn hier irgendwas zwischenzeitlich gewesen wäre, Troglodyten oder so, dann hätten wir noch eine Nachricht bekommen. Andere? Wir... Troglodyten sind alle gefangen. Alle gefangen. Wir haben einen Geister-Luke. Nö. Keine wirklichen gefährlichen Einheiten. Komisch, komisch. Also ich hoffe mal, dass die ganzen Leichen, die wir jetzt finden, Sachen waren, die während der Belagerung passiert sind. Und nicht, dass es entweder Vampir war oder irgendwas während der Aufräumarbeiten. Das wäre nicht so schön. Haben wir genug Käfigfallen? F1. Nach oben. Wir haben... Ja doch, wir haben genug leere Käfige. Aber wir können die Käfige hier alle mal abbauen. X, 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 X. So. Was ist das da oben? Oh. X, 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 X. So. Türen fallen. Essen. Haben wir genug Essen und Trinken? Wir haben Essen 3500, Trinken 2500. Ist okay. Na gut, dann machen wir mal einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder.